Exile, Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Isle of Siebda. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. Heute ist Dungeon Time, wir haben es schon angekündigt. Letztes Mal waren wir in der Höhle der Wolfsmenschen hier oben. Heute sind wir hier unten, wie heißt es nochmal? Ich muss nachschauen. Höhle der Wolfsbrüder. Ich nehme fast an, dass das gestalterisch ähnlich sein könnte. Schauen wir mal, dass wir zügig, aber doch gemütlich durchkommen. Die nächsten Tage geht es dann weiter mit Aufbau der Base. Die Wände, zweite Etage müssen wir hinmachen. Goldpressen in die NPC-Stadt möchte ich und natürlich weitere Thralls holen. Heute geht es aber erstmal hier rein. Ich nehme die Tiere auf Folgen, beziehungsweise das Tier. Weil sie ist ja kein Tier. Und ihr seht schon, ich habe tatsächlich nochmal ein bisschen umgemünzt. Ich bin momentan so ausgestattet, dass ich die alten Dolche gebaut habe tatsächlich, mit den Punkten, die frei geworden sind. Und ich habe die Darfari-Rüstung an. Ist eine leichte Rüstung, dass wir mehr tragen können. Ich habe leider keine Punkte mehr gehabt für eine höhere Rüstung. Ich bin mal gespannt, wie wir mit der jetzt gleich zurechtkommen. Auf geht's, ich bin natürlich schon vor Ort, meine Lieben. Gehen wir hinein in das Elterngewölbe. Wir waren ja schon mal drin kurz, ne? Ich muss gucken, läuft alles, seid ihr da? Das ist das Allerwichtigste. Und für alle Fälle, dass es einigermaßen gemütlich wird, kann ich natürlich heute ein bisschen mehr für Licht sorgen. Die Dungeons sind leider sehr, sehr dunkel. Fackel und Einhandschwert ist leider auch nicht ein sehr starkes. Aber schauen wir erstmal, wie es läuft, ne? So, meine Lieben, dann öffnen wir die Türe ins Glück. Vielleicht findet man ja mal was Cooles. Kann ja auch mal sein, dass eine coole Waffe dabei ist oder sowas, ne? Ansonsten denke ich aber fast, dass es ziemlich ähnlich aufgebaut sein wird. Sie müsste auf Beschütze mich sein. Ich habe auch natürlich aus dem Pullen dabei. Wolfsmensch, come to me. Und mit der leichten Rüstung kriegen wir natürlich jetzt mehr Schaden, aber ich versuche natürlich, dass ich nicht getroffen werde. Das ist so mein Hauptanliegen. So, jetzt geht's schon los. Und gleich mal daneben. Da habe ich jetzt auch endlich mal den Backflip dabei. Da muss ich mich noch ein bisschen eintrainieren. Lass uns mal hier kämpfen, hier sieht man mehr. Was macht der? Mein Männle hängt hier fest. Also gut, dann halt kurz im Dunkeln. Guck mal, wie er die Akropendel zwischen Nashorn und NPC, ne? So, ich hau Blutungsschaden drauf. Heute haben wir auf jeden Fall genug Dolche dabei. Ja, guck mal, der tickt viel schneller runter. Ich glaube, dass die Brüderhöhle hier die Anfangshöhle gewesen wäre, ne? Guck mal. Wir machen heute übrigens auch keine Ledergeschichten. Ich loot einfach. Ah ja, verwittertes Altarium, das brauchen wir auf jeden Fall. Wir looten einfach, würde ich sagen. Ne? Wenn man nicht alles mitnehmen, ist auch nicht schlimm. Ihr habt ja letztes Mal gesehen, wie komplex das war. Boah, Alter, hier haben sie aber mit Blut gematscht, die Jungs, ne? Du, das sieht mir fast aus, als wäre das vielleicht eine kleinere Instanz, ne? Nach Kisten gucke ich trotzdem. Das ist klar. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. So habe ich das andere nicht in Erinnerung. So, weiter geht's. Jo, komm schon, komm schon. Komm rüber zu uns, mein Freund. Oh, zwei, drei Stück. Scheiße. Das habe ich nicht gemerkt. So, einmal rein in den Haufen. Ich würde sagen, wir hauen überall mal ein paar Stack drauf, ne? Ja, viel besser mit der leichten Rüstung. Er ist super agil. Und durch diesen Backflip, den ich das letzte Mal nicht benutzt habe, kommen wir super gut von den Gegnern weg. Das war's schon. Jetzt muss ich nur raus. Ja, guck mal. Das läuft viel besser. Die Gegner sind leichter, wir sind stärker wie das letzte Mal, ne? Ich loote jetzt heute nur. Ich mache keine Ledergeschichten heute. Und dann gucken wir einfach, was wir davon mitnehmen, ne? So. Also nicht, weil ich keine Zeit habe, aber es ist im Let's Play einfach angenehmer. Wenn ich wirklich mal Leder brauche von denen hier, dann gehe ich einfach kurz rein, ne? Mal offscreen. Aber wenn man jetzt hier alles abfrühstücken. Guck mal, wir haben noch kein Leben verloren bis jetzt, aber essen muss ich. 7 Schlückle getrunken und weiter geht's. Dim, dim, de, dim. Es sieht anders aus. Ich glaube, dass die Instanz vielleicht auch eine Ecke kleiner ist. Okay. Alter, aber geil gemacht sind die Dinger schon, ne? Du brauchst eigentlich zum Pullen. Brauchst du dir da nicht so einen Kopf machen, ne? Zwei Stück sind's. Oh, da ist eine Wandzeichnung. Geile Geschichte. Ah, jetzt bin ich in dem seinen Schlag hinten reingerannt. Schade. Ich will ja immer versuchen, bestmöglich durchzukommen, ne? Und ihr habt recht, ein paar haben das beim letzten Mal auch geschrieben, dass ich einen Heilbuff tatsächlich habe, ne? Weg, weg von ihm. Das kommt durch die Begleiter, glaube ich, ne?
Und je nachdem, wenn du satt bist, bekommst du ja manchmal auch so einen Buff. Oh, geil! Das ist nämlich sauteuer, wenn man das herstellen will, diese Alchemie-Substanz, ne? So, und hier auch, habe ich das letzte Mal schon gesagt, die lasse ich in Zukunft zu, die Dinger. Die machen wir dann daheim auf. Zwei Verwitterte haben wir bis jetzt und acht Grundsubstanzen. Und ein bisschen von dem Zeus ist gut. Kriegen wir gut was raus, finde ich. So, wegen der Orientierung, kommt nochmal ganz kurz mit. Da sind wir praktisch durchgelaufen. Hier gab es keine Sondereingänge, ne? Die waren verblockt hier. Dann sind wir rechts gelaufen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, hier in dem Vorbereich. Da ist was. Es könnte auch ein Rätsel sein, das sich jetzt hier gleich für uns auftut. Und hier geht es dann rüber in den Raum. Komm, wir gucken mal, was da passiert. Das ist ja sehr cool. Das sieht bestimmt auch ohne den gut aus. Sieht ein bisschen aus, als wäre es hinprojiziert, ne? Drücken. Nashorn, wo kommst denn du jetzt her? Ich habe es jetzt nur einmal betätigt. Ich nehme an, dass wir drüben im anderen Raum noch was erledigen müssen. Kommt mal mit. Ist jetzt aber nur eine Vermutung. Das Nashorn ist das Geilste. So, hier ist nichts. Die müssen wir wahrscheinlich aufkriegen. Und ich wette doch, dass hier auch welche sind, oder? Ja. Einer. Zwei. Und hier ist das zweite Ding. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken, wie wir das Rätsel gelöst kriegen. Ich mache hier mal... Ich pulse mal in die Mitte. Das ist halt geil mit dem Backflip. Du musst nur rechtzeitig weg. Nein, passt das schon. Guck mal, hier wäre schön. Hier sehen wir auch ganz viel. Geil. Hier ist gut, ne? Backflip. Das ist schon geil. Ah, jetzt bin ich zu spät raus. Sehr geil. Das müssen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal prüfen. Hoppla. So, das war's mit ihm. Looten. Sehr gut. Also das Verwitterte brauchen wir eigentlich alles. Metall und so nehme ich auch mit. Lass uns erstmal hier kurz gucken. Zielposition für getreuen Kannibalenkämpfer zur Position bewegt. Nee, also hier ist tatsächlich nur die Kugel. Drüben war die Wandmalerei. Ist das hier was? Dachte nämlich erst, es sah aus wie eine Bücherei. Ein bisschen kurz von weitem. Hier, guck mal. Ich denke mal, den müssen wir auf den Wolf drehen. Ich gucke trotzdem erstmal alles ab. Die Bodenmalerei habe ich nämlich jetzt drüben nicht gesehen. Komm, wir probieren mal. Ich drück mal. Das sind doch noch irgendwo welche, oder? Also, den haben wir jetzt hier hingestellt. Jetzt gehe ich nochmal rüber. Vielleicht ist ja die Tür auch schon auf. Ne, ist sie nicht. Oh, jetzt ist die hier. Ah ne, es war noch eins weiter. Ich dachte gerade, die wäre weg. Und die steht auch auf Wolf. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wenn nicht, mache ich hier jetzt so lange rum, bis ich es rausgefunden habe. Ist doch klar, ne? Hier tut sich nichts. Also, eine steht auf Wolf. Vielleicht gibt es aber auch hier... Ne. Das ist drüben eine andere Wand, gell? Vielleicht müssen wir das schaffen, dass es hierhin projiziert. Ach, guck an. Okay, da gehen wir jetzt natürlich gleich rein. Ich will nur noch mal was schauen, geschwind. Hier ist noch nichts. Ich nehme an, da kommen wir später hin. Ich glaube, das war's. Das war zumindest ein Mechanismus, den wir ausgelöst haben. Den sollten wir gleich ausnutzen. Ha, jetzt bin ich mal gespannt. So, willst du dir einen Trank gönnen? Oh. Der haut dich. Ah ne, hast du es geschafft. Wie viel sind's? Zwei. Solange sie anhängt, ist ja die Welt in Ordnung, ne? Hau weiter rein. Und jetzt raus. Scheiße, jetzt sind schon drei. Jetzt sind schon drei, Leute. Aber hier sehen wir halt besser, ne? Der verblutet schon mal, den Hammer. Die zwei sind eigentlich auch recht schnell. Naja, geil. Oh, 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 oh! Wenn du drin stehst in diesem Dreier-Move, den sie machen, dann bist du ruckzuck weg vom Fenster, ne? Ja. Der ist nicht wesentlich stärker wie die anderen. Der ist einfach nur der Move, der dich...
Sie ist halt die geilste, oder? So, dann nehmen wir jetzt nichts mit. Die kommt mit, meine zwei Spagos. Das Lasershorn gefällt mir immer noch am besten, muss ich echt gestehen. Guck mal hier, auch diese blutunterüberströmten Töpfe. Klettern nicht möglich, aktivieren kann man auch nichts. Alter, diese Schreine, die sie hier so aufgebaut haben, absolut göttlich, oder? Hebel benutzen. Ich gucke jetzt mal hier. Aha. Okay, dann öffnet sich die Tür nach da. Sehr interessant. So, weiter. Ich weiß nicht. Den Hebel benutze ich schon gleich. Ich guck mal, ob hier auch so ein Ding ist. Hier ist keins, aber guck mal, drei Kisten, Leute. Okay, wir machen natürlich jetzt Folgendes. Elfenbein nehme ich mit, das nehme ich mit, Farbe nehme ich mit, Knochen. Wildfleisch lasse ich hier, das nehme ich mit, Sticks lasse ich auch hier. War eine gute Entscheidung mit der leichten Rüstung. Verwittert, das nehmen wir mit, Farbe, Fleisch, das können wir mitnehmen von mir aus, Rest lasse ich hier. Die nehme ich mit, Metall habe ich jetzt schon angefangen, Knochen, Blut, ja. Stark. Es sind zwar jetzt nicht die oberwichtigen Materialien, aber ey. Und guck mal, wie viel wir noch tragen können, ne? Durch die leichte Rüstung halt. Auf geht's, Hebel bewegen. Habt ihr das Gefühl, dass was aufgegangen ist? Ich habe das Gefühl, das könnte eventuell das Tor sein, das wir vorher noch nicht bedienen konnten. Oder ich muss den Hebel in die andere Richtung. Ich nehme an, das werden wir gleich rausfinden. Komm mal mit. Komm, mach mal, mach mal. Ne, den kann ich nicht nochmal bewegen. Dann bleibt mir eigentlich nur drüben nochmal das Ding zu drehen und hier zu gucken, ob ich da jetzt was machen kann. Nee. Manchmal habe ich das Gefühl, das sind noch irgendwo welche, die ich nicht einrechne. Ich nehme an, ich muss das hier jetzt nochmal drücken. Tja, meine Lieben, das werden wir jetzt halt noch rausfinden müssen. Mehr Rätsel wie im alten Ding, ne? Ich drücke jetzt nochmal. Was denn, wenn ich hier drücke, dann dreht sich's zurück. Ach, guck dir das an. Boah, es ist fies! Ich dachte, jetzt kommen sie von allen Seiten reingeströmt. Der hat mich jetzt gut erschreckt, der Kollege hier. Nehmen wir mit, ne? Nächster. Das ist halt schon cool gemacht. Mal die Fackel kurz an, ich will die Ecken aussehen. Überall hängt so Blut drüber. Die haben hier bestimmt irgendwelche Rituale gemacht. Das ist ja geil, dass das hier so hochgefahren ist, oder? Hier, ihr Gematsche. Einer ist da noch irgendwo. Da vorne steht er im Wasser. Im Ritualgewässer. Komm, wollen wir mal gucken, was dieses eine Dreihandschwert hier in Verbindung mit der Fackel überhaupt bringen wird? Nicht viel, ne? Guck mal, das können wir vergessen, oder? Das sind wir uns, glaube ich, einig, dann lieber nichts sehen. Wie man schön die Fackel benutzt hat. Nichts gebracht. Und der Backflip geht natürlich nur mit dem Dolch. Stopp. So. Komm mal kurz her, Nasi. Ich wollte übrigens auch das Nashorn dann Nasi nennen. Jetzt habe ich mich nämlich schon dran gewöhnt. Ich gebe dir mal solche Sachen kurz rüber. Und die da, auf die passt man gut auf. Die brauchen wir nämlich. So, meine Lieben, jetzt geht's hier wahrscheinlich mit der Kugel weiter. Von wegen im Wasser. Das ist Blut, Alter. Vorne ist wieder ein Hebel. Ich gucke nochmal hier, ob ich jemanden vergessen habe, aber ich glaube nicht. Nee. Kistentechnisch? Ich glaube nicht, aber... Das ist auf jeden Fall schon mal cool gemacht hier mit den Rätseln auch.
Wo ist jetzt was passiert? Hier käme ich wieder in den Außenbereich. Ich glaube, die sind aufgefahren. Da vorne leuchtet die Tür. Ich nehme an, da müssen wir hin. Weil hier ist ja nichts passiert, ne? Komm her, wir gehen vorgucken. Da, da, na, na. Die sind in den Zwischenwänden drin. Ey, so wie diese Tür ausgeleuchtet ist, gehe ich fast davon aus, dass es da weitergeht. Rein vom Gefühl her. Ich werde jetzt halt drauf zuglaufen, wie die Motte halt bin ich da, ne? Immer schön aufs Licht. Ne. Das war der Raum mit den vielen Hebeln. Den haben wir umgelegt. Hier waren die drei Kisten. Ne. Nö. Und was ist mit dieser einen ominösen Tür, die wir noch nie aufgekriegt haben bis jetzt? Da waren wir gerade drin, ne? Hier kamen wir, glaube ich, her. Jetzt ist es vom Licht her richtig cool. Ja, die ist es gewesen. Hier, die ist jetzt offen. Okay. Es sind jeweils zwei Hebel links und rechts. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die anschießen müssen, oder? Nee, offensichtlich nicht. Ich könnte natürlich versuchen, mit einem Jumper da hinzukommen. Im schlimmsten Fall falle ich hier runter, ne? Ich probiere es noch einmal. Nee. Kann ich euch... Wenn ich die auf nicht mehr folgen mache, was passiert dann? Weil abstellen darfst du ja normal hier nicht, ne? Nicht mehr folgen. Bruder, folgt dir nicht mehr. Pass mal auf, wir machen mal folgendes. Nicht mehr folgen. Wenn ich aber runterfliege, portet sie sich nicht mit, ne? Komm her. Nur mal das Nashorn. Ah ja, okay. Ach, guck an. Ja. Da ist auch eine Leiter, wo das Nashorn steht. Glaube ich. Scheiße. Haben wir gedacht. Da frage ich mich natürlich, wer den kaputt gemacht hat. Hä? Ach, da darf man hochklettern. Wenn man natürlich das Nashorn dabei hat, kann das auch blöd enden. Wenn ich Glück habe, kann ich es vielleicht nach da hinten irgendwo bewegen. Folgen. Okay. Ich kann es jetzt auch nicht befehligen irgendwie. Das war nämlich die Idee. Ich kann nur hoffen, dass es jetzt mit runterkommt. Ich komme nicht raus, nämlich sonst... Ach, das sind auch überall Kisten. Sehr cool. Welcher war denn das hier? Vitalitätstrank. Das lasse ich da. Jetzt gucke ich natürlich überall rein. Ist der Wolf hier nur runtergeflogen? Ich habe gedacht, hier ist irgendwo ein Monster, wo alles verschlingt, was hier runterstürzt. So, wenn ich jetzt Glück habe, komm hier hoch. Schön. Ja, bis mal wenigstens was passiert, wenn man runterknallt, oder? So, ich nehme mal einen Trank. Bin mir nur nicht sicher, ob wir den Hebel überhaupt bedienen müssen. Da geht dann die Tür auf und dann kann ich dann hier komplett rüber hüpfen, ne? Boah, das ist gut gemacht. Und ich hatte schon ein bisschen Angst, dass es dasselbe Ablauf wird, ne? Die sind beide auf Folgen. Ich nehme auch an, dass die tatsächlich gleich hochkommen. Ja, da vorne ist er. Das ist schon ziemlich gut, wenn er mich fasst. Sie ist, glaube ich, noch unten. Da kommt sie, die Gute. Es ist nicht schwieriger wie das andere von den Feinden her, aber es hat geilere Rätsel, ne?
Das nehmen wir komplett mit. Lass mich mal kurz was gucken. Geborener Krieger. Deine Getreue ist ein überaus geschickter Kämpferin mit erhöhten Vitalitäten und Stärke werden. Das sieht gut aus, dass wir da gekriegt haben. Und bei ihmchen? Dein Getreuer kann negativen Effekten leichter widerstehen. Oh, ist das schon mal ziemlich cool. Jetzt pass auf. Da hinten dran ist ein Mechanismus. Hier sieht es aus, als wäre alles verschüttet. Aber es geht tatsächlich hier durch. Ist das was, was ich farmen können soll? Nee, ne? Okay, mach sie wieder weg. Oh, Alter, jetzt sind wir tief in den Wolfsbau. Ich will aber, bevor wir da jetzt reingehen, gucken, ob das der einzige Weg ist. Oder ob wir hier nochmal... Da können wir nichts bedienen, ne? Wir müssen durch diese Ruine. Sehr geil. Sehr cool. Auf geht's, Mama. Komm mit, Nasi. So langsam. Wir könnten hier runter. Wir können hier runter. Ich nehme an, das eine war eine Abkürzung, die dann hier reinführt. Ja, da wären wir dann hier durchgeschlittert. Leute, ein Raum, wo nur Knochen drin sind. Ah, Hammer, oder? Guck mal. Warte mal geschwind. Warte mal geschwind. Ha! Absolut göttlich gerade, wie er es hochhebt. Okay, hier ist der Mechanismus. Langsam wird dir schwindelig vor Durst. Okay. Ich guck nochmal, ob ich hier irgendwas Wichtiges vergessen habe. Hier wäre dann direkt Zugriff. Hier ist alles zu. Ne, jetzt geht da weiter. Oh, die Sau. So. Ja, ja, ist gut. Die Knochen würde ich mitnehmen. Oh, weißt du was? Komm mal her. Das nehmen wir alles mit. Gehen wir kurz in der Nasi. Aber der hat ja noch Futter, da habe ich mich ja drum gekümmert. Bäm. Sollen wir dem noch was rüber machen? Das Holz will ich eigentlich nicht mitnehmen. Wobei, heute ist der Loot jetzt nicht so üppig bis jetzt, gell? Also kriegen wir schon ziemlich gut hin. So, immer auch hochgucken. Das sind ja teilweise so coole Stellen hier drin. Die Winkel absuchen. Da ist einer. Immer noch dahinter geschwind. Manchmal klemmen ja genau hier solche Kisten dann, ne? Da ist wieder ein Mechanismus oder irgendwas. Also gut. Und geschwind vorbei gefettert. Oh, da habe ich noch ein mehr gepultes Wunder, ne? Einer ist verblutet. Raus, raus, raus. Raus, er hat gerade ausgeholt. Immer schön ausweichen, dann passt das schon. Den Dreier-Move, den darf man normalerweise nicht einstecken. Okay, gut gemacht. Sticks. Stein. Wo ist der dritte? Das... ist einer nur hier, ne? Der ist ein bisschen arg durcheinander, der Gute. Aber das ist der dritte. Stick, Stein und der dritte. Auf geht's, Mitte. Du brauchst zum Öffnen einen Schlüssel. Ich nehme an, dann kommt jetzt gleich der Boss. Merken wir uns mal. Weil Boss muss ich dann tatsächlich das Beil oder irgendwas benutzen, ne? Dass ich meinen Schlüssel kriege. Wie ein normaler Raum. Ich glaube, da gehen wir mal direkt einfach rein. Nochmal direkte Combo hinten dran hängt. Und weg. Nehmen wir beide mit. Hier geht's dann hoch. Ah, damit erwischt.
Gleich hinterher, der ist noch gut für ein, zwei Moves. Kein Loot. Den haben wir schon. Die Kiste mit dem Schlüssel. Ja, dass ich die Kollegen hier hätte abbauen müssen, ne, für den Schlüssel. Aber die wollte ich heute echt nicht abbauen, sonst haben wir einen Haufen Zeugs nämlich immer einstecken. Ich glaube aber nicht, dass die einen Schlüssel brauchen. Nebenan, da müssen wir echt den großen machen dann. Die Frage ist jetzt, wo geht's hier hin und wo geht's geradeaus hin, ne? Hier ist die Mechanik, um zurückzukommen zum alten Bau, glaube ich, ne? Guck mal, hier liegen nämlich die, die wir futsch gemacht haben schon. Also müssen wir vorne lang. Ja, sehr geil. Super gemacht. Gefällt mir richtig gut. Stylisch. Ich bin echt froh. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass es die Kopie ist vom letzten Dungeon, ne? Weil es wieder Wolfsmenschen sind. Ist es aber nicht. Es ist was ganz Eigenes. Steckt Arbeit drin. Langsam. Jetzt habe ich gerade kurz das Gefühl gehabt. Boah, Alter, hier kann man wieder runterfliegen, ne? Ich höre schon wieder. Weiter. Da steht er. Mist. Zu spät. Nur Stein ist nicht unser Ding. Ist das ein Hebel? Kurzer Moment. Sehr angenehm zu machen, finde ich. Also das ist mit Sicherheit das erste Dungeon, rein vom Feeling her. Natürlich kenne ich noch nicht alle, aber das würde ich eher das nächste Mal als erstes machen, wie das wir gemacht haben. Irgendwas grunzt jetzt hier ganz böse. Guck mal, wie hier überall das Blut hochgeschmiert ist, ne? Ich sehe im Moment nur einen, aber manchmal stehen sie ja auch hier. Hallo. Vaterle, wie geht das? Ah, und schon ist der zweite da, das zählt. So ist besser mit der Rüstung und allem, mit der Skillung, wie wir es jetzt haben. Ich habe ständig Energie für die Sachen, die ich machen will. So ist richtig gut. Ich kann meine 2-3 Kompos anbringen. Was? Holz. Das nehme ich mit. Nehmen an, wir sind dem Boss jetzt recht nahe, Leute. Hier haben sie auch ihr Ritual gemacht. Farbe nehme ich mit, Metall, das und das haben wir schon angefangen jetzt. Huch. Ich glaube nicht, dass er sich entzünden lässt. So, nochmal die Fackel raus, dass hier noch eine Kiste steht. Die stand hier. Dann gehen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo eine sehen. Okay, hier geht es nur wieder raus. Ich dachte, da kann man außen rumlaufen. Dann gucken wir auf der Seite nochmal alles durch. Nee. Nee. Hier. Nee. Gott, blickt noch einer. Weißt du, wie tief man da reingeht in den Bau? Das ist symmetrisch zur anderen Seite, ne? Oh. Das war der Dreier-Move und wir sind beide drin gestanden. So, meine Süße, machen wir mal das Tür auf. Seine Kiste? Sah kurz so aus, ist aber keine. Unser Entdecker hier. Jetzt geht's wieder hoch. Fackel 1 ist durch. Für uns nur bedingt ein Problem, weil. Ich habe zwei dabei. Nur für uns, dass wir alle was sehen. Okay. Das ist wieder so ein Schattenspiel hier. Jetzt nicht übermütig werden, Koneless. Nur weil es Ammo geklappt hat. Sie ist natürlich jetzt auch ein bisschen besser ausgerüstet mit ihrem Schwertle, ne? Guck, ich zeig's euch mal kurz. Sie hat jetzt momentan das ein altes Doppelschwert praktisch. Das nehme ich beides mit.
verbinden und dann geht's weiter. Schön, wir sind recht zügig unterwegs. Also ihr seht, dass das Dungeon auch schon recht groß ist, ne? Wir sind ja schon eine Weile unterwegs. Ich nehme jetzt noch einen Trank. Na, dass jetzt dann irgendwie noch was Unverhofftes kommt. Wenn man nicht richtig hundertprozentig steht, kann es trotzdem nochmal richtig übel werden, ne? Aber so alles in allem würde ich sagen... Hier haben wir den Boss, Leute. Mr. Boss. Die Tür ging auch auf. Ich muss aber was gucken, bevor wir den Boss pullen. Weil hier geht es nämlich auch nochmal hoch. Ah, hier ist dann zu. Ich nehme an, man macht den Boss und dann wird da hinten der Tributraum kommen irgendwann. Komm, wir gehen erstmal da rein jetzt. Die Dolche müssten eigentlich reichen. Für den Fall, dass sie nicht reichen, mache ich mir die schon mal hier drauf. Hat er jetzt? Ich sehe keine. Also gut. Der hat auch keinen Bock auf uns gehabt. Ja, ihr seht auch am Leben vom Boss. Der tickt schneller runter wie der erste, den wir gemacht haben. Oh, da bist du aber gerade rechtzeitig noch verschwunden, glaube ich. Jetzt hast du keine Energie mehr. Oh! Wow, Alterle! Oh, bo. Der hat uns aber geschwind. Das war ein Extremer, oder? Du wurdest getötet durch dir? Hobby mich selber tötet? Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich das finde. Ich könnte mir aber auch vorstellen, so wie das gerade aussieht, dass wir so viel freigeschaltet haben hier oben, dass man da direkt dahin kommt, ne? Wow! Es war schon so ziemlich üble Geschichte, jetzt, wenn du mich fragst. Hier muss ich natürlich... Hast du gut gemacht. Ja, jetzt haben wir schon einiges gespart. Das alleine hat ja schon ewig gedauert. Habe ich das Gefühl, dass wir das hier gesehen haben von der anderen Seite? Ja, vorne stehen wir. Von wegen Tributraum, wir kommen hier einfach wieder raus gleich. Die Frage ist jetzt, wo sind meine Sachen, ne? Erstmal weg. Solange er mit dem Nashorn kämpft, habe ich vielleicht... Wieso hat sich das so angehört, als wäre es tot? Ne, es ist noch am Leben. So, Dolche. Tränke. Einen reingebollert. Der jagt's Nashorn der Segel. Auf geht's. Die Rache ist unser. Ist mein Thrall außer Gefecht? Sieht so aus, als würde sie ja nicht mitmachen, gell? Die müsste ich jetzt, glaube ich, nochmal auf beschützen. Aber der ist einfach... Der macht schon ziemlich herbe Hiebe. Jetzt ist er wieder da. Boah, Kolis, du musst da raus. Du musst da raus. Jetzt ist wieder alles im Lot. Jetzt schaffen wir es. Der geht ab. Leck mir am Arsch. Hier wie in WoW früher in der Arena um die Säulen kechtet. Lieber früher raus aus dem seinen Moves. Säule. Ja, aber ich bin froh, dass das passiert ist. Dann besinnt man sich wieder, dass man nicht einfach hier immer ist. Ne? Raus. Boah! Aber war's noch weg. Ich habe keinen Trank mehr auf der Leiste, ich Säckel. Guck mal, ich bring dir den. Oh, der wird schnell, Leute. Boah, ist verblutet. Nicht ganz so spektakulär, aber er ist tot. So, Junge, absolut göttlich. Ich habe gedacht, dass ich den hier vielleicht... Er hat K
keinen Schlüssel gedroppt, ne? Aber guck mal, wo ist denn das, was ich da jetzt gerade entdeckt habe? Nee. Der hat keinen Schlüssel gedroppt. Okay, vielleicht muss man doch alle Wölfe machen, dass du dann Schlüssel bekommst. Hier, das habe ich gerade gesucht. Abgründiges Fleisch gibt's hier. Sehr, sehr krass. So, ich traue ja nicht. Ich trinke nochmal einen. Habe ich meine Sachen hier alle? Ja. Komm her. Nee, du kriegst nur die Beine. Die kannst rausschmeißen. Die machen dich nur schwer. So. Ja, gut. Einmal kann man ruhig drauf gehen. Gar kein Problem. Ich gucke aber hier geschwind, ob der noch Kisten gebunkert hatte, der Gute. Seh keine, seh keine. Cooles Lied. Soundtrack ist geil. Hier noch geschwind. Eine Kiste, für die ich einen Schlüssel bräuchte, steht jetzt noch hier, gell? Möglicherweise muss man doch alle Wölfe machen. Dass sie dann für sowas einen eigenen Raum noch rausgebaut haben, finde ich cool. Sind die beide nicht erfolgen gewesen? Wisst ihr was? Durchs Sterben, gell? Ha, so nochmal. Sehr, sehr geil. Hier kriegen wir vielleicht wieder ein Stück Story mit, ne? Mal gucken. Erstmal die kleinen. Also, Knochen nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit, das gute Fleisch sowieso. Und das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das fürs Nasi. Bam, bam, bam. Und die große Kiste. Hier ist wieder ein Siegel, ne? Goldstein, verwittertes Ding, sehr, sehr geil. Siegel, das nehme ich jetzt alles mit. Aber keine Waffe oder so irgendwas bis jetzt, gell? Guck mal, ich habe auch irgendwo gesehen, ich glaube bei den Werten, die Siegel hier. Ich weiß nicht, ob man einen Effekt kriegt, wenn man genug hat. Jetzt haben wir zwei auf jeden Fall schon. So, jetzt machen wir natürlich hier den dann noch. Drücke E zum Interagieren. Habe ich ja gerade gemacht. Imunasmota aliarada diaxato bonta. Me santarvan liravata devaita batats. Ilanakarna in Atalanda. Liranata clamila palasas. Lilobin pratransolas rolanda miren. Lidomonek melena. Taisdi laraminas. Lassarman Sarpant, Isintamon Mare Grama, Laslinterianana. Super interessant. Wolfsmenschen gegen Schlangenmenschen, oder? Sehr, sehr cool, Leute. Das hat wieder saumäßig Spaß gemacht. Ich nehme an, dass die anderen jetzt schon despawned sind, dass ich jetzt hier nicht mehr nach dem Schlüssel gucken muss, oder? Ich laufe jetzt nochmal kurz alles ab, ob ich noch irgendwo welche sehe, für den Fall, dass ich einen Schlüssel finde. Aber ich glaube, die sind schon despawned, die Jungs. Super, meine Lieben. Zweite Instanz ist gelaufen. Hat sich gelohnt. Ich finde das halt sehr aufregend. Mir macht es ja unheimlich Spaß, muss ich sagen. Viele Waffen und so haben wir bis jetzt noch keine bekommen. Aber Altarium, das heißt, wir können die Forschungsbench morgen aufbauen, wenn wir daheim sind. Ich habe jetzt halt nur die Spitzhacke dabei, ne? Weil ich draußen noch ein bisschen Gold holen wollte für uns. Ja, ist ja nicht so schlimm. Da kommen wir auch noch drauf, wenn wir den Schlüssel bekommen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Ich nehme an, dass wir morgen eine ganz kleine Mini-Runde machen an der Base mal wieder. Und wie gesagt, Gold pressen. Ich farm jetzt hier draußen gleich Gold, bevor ich heimgehe. Und dann werden wir dann entsprechend... Münzen prägen und dann gehen wir in die NPC-Stadt die Tage mal. So, dann würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Nächste Instanz wird wahrscheinlich keine Wolfsinstanz sein. Ich denke mal an, dass wir dann die Schlangenmenschen vielleicht kennenlernen, ne? Ich freue mich jedenfalls drauf. Bis morgen.